Ja, hallo, guten Tag. Ich begrüße euch da draußen recht herzlich im Fotoclub Telefreisen Podcast. Wir werden heute wieder eine neue Folge aufnehmen. Wir haben wieder einen neuen Gast heute hier. Die letzte Folge ist vor 3-4 Wochen ungefähr ausgestrahlt worden. Freut mich ganz besonders, dass immer mehr Zuschauer, Zuschauerinnen den Podcast anschauen. Und gerade heute freut es mich ganz besonders, einen Gast hier zu haben, den ich schon seit einigen Jahren aus der Fotoszene kenne, Frank Becker. Ich habe ihn schon öfters getroffen auf diversen Veranstaltungen. Frank ist auch immer Besucher bei Veranstaltungen, die wir durchführen. Und so freue ich mich ganz besonders, ihn heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen, weil er einfach ein Thema mitbringt, was mich, da bin ich ein bisschen nicht ganz uneigennützig, auch selbst sehr interessiert. Und zwar geht es in den ersten zwei Folgen des Podcasts um den Yukon, den Frank bereist hat, was er da erlebt hat, was er da alles Positives und vielleicht auch so ein bisschen Negatives mitgenommen hat. Das wird er uns alles erzählen. Und in den zweiten Teil oder dritten Teil, wir werden schauen, wie lang das wird, wie viele Folgen wir wirklich hier rauskriegen, geht es dann um Wetterfotografie und alles, was damit zu tun hat, weil auch in diesem Thema kennt Frank sich sehr, sehr gut aus. Und auch hier ist mit Sicherheit für euch alle ganz viel Neues, ganz viel sehr, sehr guter Input dabei. Und so begrüße ich recht herzlich heute Mittag hier in Freisen Frank Becker. Hallo, ich begrüße dich im Podcast des Fotoclub Telefreisen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne, Frank. Wir kennen uns schon, ich habe eben in der Anmoderation schon gesagt, schon ein paar Tage. Wir haben uns immer mal wieder getroffen auf verschiedenen Veranstaltungen. Du bist immer gern gesehener Gast auch bei den großen Vorträgen, die wir da in Wemmelsweiler zum Beispiel bei der Fotomission machen. Aber eigentlich eine Sache von dir weiß ich nicht, und zwar, wie bist du überhaupt zu diesem Thema der Fotografie, zu dem Thema des Reisens gekommen? Gibt's da einen Auslöser dafür oder hat sich das einfach so ergeben aus dem Nix? Also vielleicht nimmst du uns mal kurz mit, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Also ich habe gerade so in den 10er Jahren, also hier dem Jahrtausend, so ab 2010, 2011, habe ich recht viele Reisen unternommen. Und da ist auch so Schritt für Schritt so der Wunsch entstanden, ja auch von diesen Reisen auch irgendwo Fotos mitzubringen. Also das hat am Anfang sehr hemdsärmelig angefangen. Ich weiß, da hatte ich noch so eine 3-Megapixel-Kamera gehabt. Und dementsprechend sehen dann auch die Bilder aus. Dann irgendwann hatte ich mir dann zwar nur eine Spiegelreflexkamera gekauft, da war zwar die Bildqualität dann besser, aber trotzdem war das dann eigentlich mehr oder weniger noch so, so geknipst. Das war mehr so Zufallsfotografie. Manchmal war es gut und waren noch viele so Nonsensfotos dabei. Und dann irgendwann, ich meine, das war dann im Jahr 2017, das war nach meiner vorläufig mal letzten Reise jetzt an den Yukon. Da kam irgendwann eine Einladung, die kam dann komischerweise von dir zum ersten Treffen von dem Art for Earth Syndikat. Und da hatte ich gedacht, boah, warum werde ich jetzt da eingeladen? Also ich konnte mir da gar keinen Reim so richtig aus der Sache machen, aber irgendwo die Neugierde war groß. Und dann bin ich da hingegangen und habe da wirklich viele nette Leute kennengelernt, also mit denen ich auch heute teilweise im intensiven Kontakt stehe. Und irgendwie bin ich dadurch so reingerutscht. Also da war ich auf einmal so in einer Situation, ja gut, eine Kamera hatte ich sowieso, bedienen konnte ich sie eigentlich auch. Aber jetzt musste ich dann praktisch fotografieren und auch mal gucken, dass ich mich fotografisch auch da weiterentwickle und auch, dass die Bilder so Schritt für Schritt auch dann besser werden. Und so ist das eigentlich entstanden. Also da hat jetzt kein größerer Plan oder dahinter gestanden, also wo ich gesagt habe, boah, ich werde jetzt Hobbyfotograf. Also das war eigentlich mehr oder weniger so eine Verkettung von glücklichen Umständen. Also habe ich dann, wenn ich es richtig verstehe, habe ich mit dieser Anfrage für Syndikat, wie wir ja immer so sagen, da müsste man eigentlich mal eine Folge dazu machen, was dieses Syndikat ist. Eigentlich eine gute Idee, das werden wir irgendwann mal machen. Habe ich dann nur so eine Lunte nochmal entzündet, die eigentlich schon da war. Ja. Also das war schon in dir drin, das Fotografieren durch die Reisen vorher. Aber vielleicht ist da nochmal so ein kleiner Punkt gekommen, der das Ganze nochmal aktiviert hat. Ja. Du bist, wenn du jetzt unterwegs bist, wenn du hier am Fotografieren bist, aber auch auf Reisen, was würdest du sagen, was treibt dich am meisten an? Ist es das Fotografieren selbst? Oder ist es das Erleben der Reise, der Fotografie? Ist es das Outdoor-Abenteuer? Ist es eine Mischung? Kannst du da so vielleicht irgendwie was nach vorne stellen? Oder ist alles gleich? Also es ist eigentlich schwer zu gewichten. Das war, glaube ich, am Anfang war das wirklich so, gerade als ich auch jünger war, da war das so das reine Abenteuer. Also da musste es irgendwie abgehen, da musste irgendwie so ein bisschen Action dabei sein, ein bisschen Risiko dabei sein. Ich kann mich daran erinnern,
als ich mit einem Kollegen das erste Mal die Hardanger Wieder in Norwegen durchquert habe, wo dann so ein Sturm kam, obwohl Sommer war, wo das Zelt richtig flach gedrückt wurde. Also das war dann richtig spannend. Da sind wir uns vorgekommen, wieder oben am Mount Everest auf dem Südsattel und wo es da richtig zur Sache gegangen ist. Und wobei, aber auch so nach und nach hat sich aber auch so entwickelt, es sollte nicht nur Action sein, sondern es sollte auch irgendwo Urlaub sein, es sollte Erholung sein. Dann nach und nach bin ich auch dann in die Fotografie eingestiegen, wo ich auch dann schon ein bisschen drauf geachtet habe, auch oder einigermaßen gute Bilder auch mit nach Hause zu bringen. Also ist so eine Kombination aus beidem. Aber ich glaube, so der Haupttreiber von dem Ganzen ist irgendwo so die Neugierde. Ja. Also es war immer schon so, dass es mich nach draußen gezogen hat, dass es mich in... Ich habe mich immer sehr für Wildnisgebiete interessiert, schon seit meiner Jugend. Also damals hatte ich dann diese Bücher vom Arvid Fuchs verschlungen. Mhm. Der hatte auch dann schon in den frühen 80er Jahren hat der eine Tour gemacht an den South Nahanni River. Der entspringt auch im Yukon-Territorium, fließt dann durch den Nordwest-Territorium in den Liard River und dann in den Mackenzie. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, das hatte ich dann irgendwann gelesen. Und da habe ich gedacht, boah, das da ist cool. Da waren dann so Typen abgebildet, lange Haare, Holzfällerhemden, noch so blaue Jeans an. Ja, und da hat man so eine Landschaft, die sogar noch wilder ist wie jetzt am Yukon. Das ist auch der höchste Wasserfall Kanadas im South Nahanni River mit über 90 Meter. Und da habe ich irgendwann gedacht, ey, sowas will ich auch machen. Und dann kam das dann irgendwann zustande, dass mich da jemand mal gefragt hat, ob ich damit zum Yukon will. Das war dann auch nochmal so eine Verkettung sehr glücklicher Umstände. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Gut, Arvid Fuchs, dann hast du ja auch schon durchaus auch Bücher gehabt, die schon sehr hochwertige auch Bilder abgezeigt haben. Vielleicht warst du dadurch, je besser die Bilder dann sind, umso mehr ist man natürlich auch angefixt. Ja. Aber was hat dich denn wirklich... Was heute unser Thema ist, der Yukon. Mhm. Was hat dich denn genau hier hingebracht zu diesem Reiseziel? Oder war das mehr oder weniger ein Zufall? War das irgendwie eine glückliche Fügung? Oder hast du da irgendwie eine Aufgabe gesehen? Ich will jetzt zum Beispiel die und die Strecke mit dem Kanu machen oder irgendwas. Was hat dich wirklich zu diesem nicht ganz alltäglichen Reiseziel Yukon ja dann doch gebracht? Ja gut, wie ich eben gesagt habe, grundsätzlich interessieren mich alle Reiseziele so ab 60 Grad nördlicher Breite. Also das ist alles, was so Norwegen und weiter nördlich ist. Und Yukon-Territorium liegt auch auf diesen Breitengraden, zumindest jetzt mal der Süden. Also das sind so die boreale Nadelwälder, die Tundra. Also das hat mich einfach schon irgendwo seit meiner Kindheit, wo das mich interessiert und weil das sich immer weiter verfestigt hat. Jetzt gerade auch beim Yukon, weil ich auch früher viel gelesen habe, habe ich natürlich auch die Bücher damals vom Jack London gelesen. Und da war ja 1898 der Goldrausch am Klondike. Das hat natürlich auch den Jack London, das war ja ein Schriftsteller, damals auch sehr beeinflusst. Und daher war mir der Name auch Yukon. Das Ganze war mir dadurch auch irgendwo so ein Begriff. Mhm. Und da habe ich schon gewusst, dass da ist sehr, sehr interessant, die ganze Gegend. Mhm. Und dann, ja, ich hatte auch Arbeitskollegen, mit denen ich mich da viel ausgetauscht habe. Und da war es wirklich wie so der Zufall, wie der einfach manchmal kommt. Da klingelte irgendwann, das war irgendwann im Frühjahr 2011 bei mir das Telefon. Und da war der Betriebsratsvorsitzende von einem Tochterunternehmen von uns am Telefon. Und er hat mir dann gesagt, ich plane da in die Yukon zu fahren 2011 im Sommer. Mir ist jetzt einer abgesprungen. Ich suche jetzt jemanden, der da dabei ist. Wärst du da mit dabei? Und da habe ich sofort am Telefon ja gesagt, habe aber gewusst, weil ich normalerweise, weil ich okay Kinder habe, im Sommer kriege ich keinen Urlaub. Da habe ich zu dem gesagt, ja, du bist doch Betriebsratsvorsitzender, dann red mit meinem Vorgesetzten, der soll mir Urlaub geben und dann bin ich sofort dabei. Ja. Und das hat er dann auch gemacht. Also mein Vorgesetzter selber hat das dann auch unterstützt, weil der hat gewusst, dass das da was für mich ist, dass das da mich interessiert. Und dann sind wir da losgefahren mit insgesamt 6 Leuten. Und das war so, ja, der eine oder andere hat man gewechselt, aber das war dann in den Jahren dann danach so dieser feste Kern, wo wir das dann regelmäßig unternommen haben. Also du warst dann, die erste Reise war also praktisch mit einer Gruppe, wo du dann unterwegs warst. Jetzt sind wir schon mitten im Thema drin. Mhm. Ich habe mich, wo ich jetzt wusste, dass du heute kommst und dass das Thema sein wird, habe ich mich dann logischerweise auch ein bisschen vorbereitet. Was im Nachhinein muss ich sagen, das war keine so gute Idee, weil heute Morgen habe ich mich schon erwischt, wie ich nach Flügen gegoogelt habe und habe schon geguckt, was ein Mietwagen kostet da unten. Mhm. Also irgendwie bin ich selbst bei der Recherche jetzt auch angestochen worden. Ich habe hier mal so eine Aufnahme, eine Karte mitgebracht, die ich aus dem Netz gezogen habe, um einfach mal so
Ich bin ganz ehrlich, für mich war es so, der Yukon war für mich primär zuerst dieser Fluss, der Yukon. Ja. Weil von dem hört man auch medial immer relativ viel mit dem Kanu auf dem Yukon oder der Yukon River. Und dann jetzt, wie gesagt, bei der Vorbereitung habe ich dann gelernt oder gesehen, dass es auch ein Territorium von Kanada ist, was genauso auch sich nennt. Und der Yukon eigentlich nur einen relativ kleinen Teil seiner Gesamtlänge in Kanada fließt und danach Alaska rüber geht, sage ich jetzt mal. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen, wo ihr da unterwegs wart in dieser Gegend oder wo seid ihr gestartet? Was habt ihr oder wie habt ihr euch bewegt? Was habt ihr gemacht? Also wir waren eigentlich, obwohl kann man schon sagen, immer noch mehr oder weniger so im Quellgebiet vom Yukon unterwegs. Also bei unserer ersten Reise, da wollten wir den Yukon befahren von Whitehorse, das ist die Hauptstadt im Yukon-Territorium, bis nach Minto. Das ist das ist kein Ort, also das ist so eine, da kann man aussteigen, sagen wir mal so. Mehr ist das nicht, da ist eine Straße in der Nähe, wo man dann einen Termin abmacht. Wenn man dann zum Beispiel nach 2 Wochen möchte man dann dort abgeholt werden. Und dann kommt dann tatsächlich jemand, so ein Outfitter, bei dem man in der Regel auch das Kanu mietet, der einen dann nach 2 Wochen wieder abholt. Und da kann man sich wirklich drauf verlassen, dass der auch dann kommt. Also da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen dann damit gemacht. Und die zweite Reise, die war auf einem Nebenfluss vom Yukon, das war der Teslin River. Das ist eigentlich so, einer der größten Nebenflüsse oder fast so eine Art Quellfluss, kann man schon fast sagen, vom Yukon. Und dann sind wir auch über den Teslin River und dann später in den Yukon und dann in Carmex ausgestiegen. Und da ist auch ein Campingplatz und da hatten wir uns diesen Platz auch so ein bisschen gemerkt, dass das ein sehr guter Ausstiegspunkt ist, weil da kann man auch dann noch einmal übernachten und dann sich so langsam wieder an die Zivilisation gewöhnen. Und bei der dritten Tour, da wollten wir den Big Simon River befahren, aber da hatte man Pech gehabt, dann hatte der Hochwasser. Also die ganzen Flüsse hatten da Hochwasser gehabt. Der Big Simon River, der war... Der ist ein sehr kleiner, sehr schnell fließender Bach. Der ist nicht viel größer im Quellbereich, jetzt zum Beispiel wie die Need. Der ist sehr oft verblockt, wo man umtragen muss. Also da muss man schon vorausschauend dann auch fahren. Mhm. Und gerade bei Hochwasser ist der gefährlich. Und zu allem Übel waren wir immer sehr üppig bepackt. Das war jetzt im Nachgang, hätte ich gesagt, war das ein Fehler. Aber es war damals auch immer so ein Wunsch von mir, dass wir möglichst viel Zeug mitholen, dass wir viel zu essen dabei haben. Damals war ich so ein Coca-Cola-Junkie, da wollte ich auf meine 2 Dosen nicht verzichten. Also aus heutiger Sicht sei ich total bekloppt. Man braucht ja Energie. Ne? Ja, man braucht Energie. Und ich kann da sagen, wenn man da unterwegs ist, dann schmeckt die Cola auch ganz anders. Dann ist, wenn man die aufmacht und das Klicken dann hört und dann so die genüsslich die Cola trinkt, dann ist das totaler Luxus. Naja, also ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, wenn du ein paar Tage in Madagaskar unterwegs warst und nichts hattest und es ist heiß und du hängst dann so eine eiskalte Cola an, die kann dann so ungesund sein, wie sie will, aber die schmeckt dann wirklich schon gut. Ne? Ja, also das kann ich nur bestätigen. Ja, du hast jetzt schon so kurz angeschnitten bei der ersten, bei der zweiten, bei der dritten Reise und hin und her bist du im Kopf gesprungen. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Hattet ihr dann einen Guide dabei, der sehr erfahren ist oder seid ihr in der Truppe schon so erfahren gewesen? Also ich weiß nicht, ob ich mir es jetzt zutrauen würde zu sagen, ja, ich fliege mal da nach Whitehorse und miete mir irgendwo ein Kanu oder ein Kajak, auch da bin ich mir nicht ganz sicher, und gehe dann auf so einen ja doch sehr wilden Fluss und fahre dann praktisch da runter. Also ich würde mir das jetzt nicht so primär sofort erstmal zutrauen. Also da muss man wissen, also der Yukon und auch der Teslin River, den ich eben angesprochen habe, das sind zwar schnell fließende Wildnisflüsse, die sind überhaupt nicht verbaut, da ist nichts kanalisiert, es gibt keine Staumauern oder Wehre oder sonst irgendwas, außer jetzt in Whitehorse, ist noch ein Staudamm, da wird Strom erzeugt. Ansonsten ist der komplett frei. Der Yukon hat jetzt nur an den Five Finger Rapids, das ist hinter dem Campingplatz, den ich eben angesprochen habe, hat der so ein bisschen Stromschnellen, das ist so Wildwasserklasse 2, das lässt sich aber mit dem Kanadier auch noch relativ gut, also mit so einem großen Kanu relativ gut fahren. Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, erklär uns mal gerade den Unterschied, Kanadier, Kanu, Kajak? Das sind alles Kanus und bei dem Kanadier, da hat man so ein Stechpaddel und beim Kajak, da hat man Doppelpaddel. Das Kajak, das ist Wildwasser geeigneter. Man kann auch mit dem Kajak, gibt auch Seekajaks, da kann man auch über das Meer fahren. Da ist zum Beispiel der eben angesprochene Arvid Fuchs, von dem ich so die Bücher gerne gelesen habe, der ist auch damit um Kap Horn gefahren mit diesem Teil. Also die sind schon sehr wendig, aber bei den Kanadiern, die mir gefahren sind, hat man einfach auch den Vorteil, da kann man sehr viel zuladen. Das sind aber
ich sag jetzt mal so, oben offene Boote. Das sind keine geschlossenen Boote, das sind oben offene Boote, wo du drin sitzt am Platz. Genau, und deswegen kann man mit denen auch nur Wildwasserklasse 2 fahren, weil wenn uns Wildwasser jetzt wilder wird, wie jetzt, da braucht man so eine Abdeckplane, dass die da nicht volllaufen, weil dann kommt das Wasser nämlich ins Boot und dann ist irgendwann voll und dann kennt er das Ding und das war's. Okay. Und also das war das eine, also dass der Yukon gar nicht so von dem Wildwasser her so schwer ist. Und das andere war auch, dass die Kollegen, also die waren teilweise doch schon sehr wildniserfahren, also der angesprochene Betriebsratsvorsitzende, ich kann es ja sagen, wer es ist, also Josef Strupp, ich glaube, die kennt man auch im Saarland, der macht viele Touren in Norwegen, Kanada, der ist sehr viel in Südamerika unterwegs gewesen. Also die haben da auch sehr umfangreiche Erfahrungen. Also die ganze Mannschaft da, die kommt auch eher aus so einem jagdlichen Umfeld auch noch. Sind auch selber dann noch Jäger. Und also das hat doch alles so ein bisschen schon zusammengepasst. Also da war kein jetzt so ein Greenhorn dabei, der noch nie in der Wildnis vorher war. Ja. Also wenn ich das jetzt richtig nachvollziehe, seid ihr praktisch dann nach White House geflogen. Ist das auch der erste Anlaufpunkt, wo es normalerweise losgeht, wenn man in den Yukon startet? Ja, genau. Das ist der erste Anlaufpunkt. Okay. Seht ihr jetzt dieses Bild hier von White House? Das ist oben vom Flughafen aus fotografiert. Man sieht hier sehr viele Zweckbauten. Also White House, da liegt ja auch sehr weit im Norden, das ist die Hauptstadt vom Yukon-Territorium mit so knapp über 20.000 Einwohnern. Und die andere Hälfte von den Einwohnern, die ist über die ganze Fläche dann verteilt. 450.000 Quadratkilometer, also größer wie Deutschland, mit 45.000 Einwohnern. Ja, das ist also nicht, so ein bisschen nicht wirklich mal, dicht besiedelt. Genau, das ist nicht dicht besiedelt. Da konzentriert sich alles in White House, da gibt es auch Geschäfte. Ja, das ist nichts Tolles, White House. Also es ist nicht so die Perle des Nordens jetzt wie Tromsø, sondern sehr viele Zweckbauten. Mhm. Aber das ist eigentlich so der Ausgangspunkt. Da sitzen auch diese ganzen Outfitter, wo man sich Kajaks oder Kanadier dann leihen kann, die einen dann auch dann zu einem Einstiegspunkt fahren, die einen dann auch nochmal abholen kommen. Man kann sich auch noch so Material leihen. Also wir hatten uns zum Beispiel die Zelte dort immer geliehen und das Kochgeschirr, das sind alles so sperrige Sachen, die man nicht so jetzt mit dem Flugzeug transportiert. Ja. Ungern oder ja, zumindest wäre es sehr kompliziert, sagen wir mal so. Ne? Ja. Und die Boote ja ohnehin. Die Boote ohnehin. Ja. Und White House geht's los, da kann man sich auch damit Lebensmittel versorgen. Und da muss man schon sich so ein Schema machen, so einen Plan machen, was braucht man denn jetzt alles? Mhm. Wie lange ist man unterwegs? Wenn man jetzt 2 Wochen unterwegs ist mit 6 Leuten, dann braucht man schon so einiges an Material, was man da mitnehmen sollte, weil zwischendurch gibt es keine Möglichkeit, dann irgendwo mal Halt zu machen oder nachzutanken. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage von mir, die ich mir im Hinterkopf ausgemalt habe. Also ihr wart 14 Tage wirklich dann oder 10 Tage oder wie viel auf dem Wasser? Oder wie lang wart ihr insgesamt unterwegs? Immer noch mal ausgestiegen, ist klar. Aber wie lang ist dann so eine Reise? Wie lang wart ihr unterwegs? Also wir hatten es jetzt immer so gemacht, also wir waren eigentlich relativ kurz, also immer 14 Tage auf dem Wasser und hatten dann noch uns eine Woche Zeit genommen, anschließend um das Umland mal noch zu erkunden. Ah, okay. Also auch mit dem Auto. Und in diesen 14 Tagen musste man es dann komplett selber versorgen. Also die Tour auf dem Yukon, das waren so 450 Kilometer, die man dann so in 14 Tagen gepaddelt sind. Das lässt sich eigentlich relativ angenehm. Das ist also, ist jetzt nicht so, als würde man sich dort tot paddeln. Mhm. Also das, die Strecke lässt sich dann relativ angenehm bewältigen. Okay, also ich denke mal, wart ihr in einem Boot dann? Nein, wir waren mit drei Booten unterwegs. Okay. Also 2 Leute gehen dann in ein Boot und zwischen den Leuten ist dann das ganze Gepäck dann untergebracht. Ah, ist dann verteilt, so dass dann jeder dann so sein eigenes Equipment dann. Okay, ja, sehr interessant. Ich habe sowas halt noch nie gemacht. Daniel sitzt ja da hinten hinter der Kamera. Wir haben schon mal überlegt, es gibt da genau so eine Tour, zum Beispiel auch in Madagaskar, in einen Fluss runter, wo man dann auch auf den Fluss praktisch geht und dann aber über mehrere Tage nicht rauskommt im Prinzip. Man kann dann zwar aussteigen, aber es sind dann Sandbänke oder irgendwie sowas, aber es ist nie eine wirkliche Infrastruktur dann vorhanden, wenn man dann unterwegs ist. Und da hast du auch zum Beispiel hier ein Bild, was ich hier rausgesucht habe von denen, die du mir geschickt hast, wo man ja schon sieht, dass das Ganze auch ja sehr ursprünglich, sehr abenteuerlich und ja sehr nah einfach auch an der Natur ist, was ihr da gemacht habt. Also zumindest drückt dieses Bild genau das für mich aus, ne? Wie ist das dann? Ich sag jetzt mal, ihr wart so unterwegs, ihr wart auf dem Fluss so einen Tag unterwegs, jetzt landet ihr oder jetzt geht ihr an Land, zieht die Boote aus dem Wasser. Was passiert dann? Also wie kann ich mir das dann vorstellen? Also man muss sich erstmal eine Auslandestelle suchen. Man kann auch nicht überall an Land gehen. Und
da muss man so ein bisschen suchen, man guckt und denkt, sieht von der Ferne, oh, da könnte so ein guter Platz sein. Und dann fährt man den mal an, dann steigt mal einer aus und guckt, ob es gut aussieht, ob auch genug Platz ist für Zelte aufzubauen und das ganze Equipment. Und wenn das so ist, dann ziehen wir dann die Boote aus dem Wasser, laden sie aus. Das ist natürlich wirklich auch viel Arbeit. Also gerade so in den ersten Tagen, da haben wir so bärensichere Tonnen dabei, also wo die Bären dann nicht dran gehen, wo auch Lebensmittel dann drin sind. Mhm. Und dann muss alles hochgetragen werden. Das ist ja auch dann oft, wo der Fluss sich so ein bisschen so eingeschnitten hat, wo sich so Sandbänke gebildet haben, wo man alles dann hochtragen muss. Und das ist gerade so in den ersten Tagen, wo man noch nicht viel Lebensmittel verbraucht hat, schon ein bisschen Arbeit dann. Ja. Und da muss man natürlich auch die ganzen Kanus alles dann hochziehen, weil man weiß ja nicht, ob es in der Nacht Regen gibt, ob der Fluss steigt, dann sind sie am nächsten Morgen weg und dann hat man ein Problem. Also ja. Das ist schon alles so ein bisschen mit Arbeit verbunden, dann anschließend die Zelte aufbauen. Mhm. Und wir hatten jetzt uns also festgelegt eigentlich, dass wir bei unseren Touren, dass wir auch selber richtig kochen wollen. Also dass wir jetzt nicht anfangen mit irgendeinem Trockenfutter, das ist auch eine Möglichkeit, die gibt, so also Astronautennahrung sowas, sondern wir haben uns dazu entschlossen, zu kochen. Wir hatten auch, jeder von uns hat sich einen Angelschein gelöst, wir hatten auch einen regulären Jagdschein gehabt, hatten Obst, Gemüse auch dabei und haben dann jeden Tag so gekocht und so ein bisschen mal geguckt, was könnte man angeln. Also die ganzen Flüsse dort, die sind voll mit Polareschen. Das sind also sehr schmackhafte Fische, wo wir dann geangelt haben. Ja, wir hatten auch dort, waren dort auch auf der Jagd gewesen. Also es war alles nach kanadischem Gesetz. Also es ist jetzt nicht so, als hätte mir da irgendwo jetzt dort rumgeballert. Und da hat sie eben da das Bild gezeigt, da haben wir einen Baumstachler. Das ist also so die nordamerikanische Version vom Stachelschwein hat man dort geschossen. Ist das in der, Baumstachler in der Pfanne? Genau, das ist in der Pfanne. Das ist so, war so viel Fleisch ungefähr wie so beim Kaninchen. Also ich weiß jetzt zwar, dass es da einige gibt, vielleicht einige Zuhörer, die werden mich da jetzt killen, weil ich jetzt da von der Jagd erzähle. Aber das ist dort, in dieser Gegend ist das üblich. Also da sind ja auch noch sehr viele Indigene, die dort auch jagen. Die haben auch viele weitreichendere Jagdrechte. Also jetzt bei Europäern, die hier einen Jagdschein lösen, da hört es dann auf beim Baumstachler. Man darf noch so ein paar Hühner schießen, Kaninchen, aber das war's dann. Ja, ja. Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt ein Thema, was wird ein Riesenthema, wenn wir das aufmachen. Aber ich glaube gerade die Indigene, oder nennen die sich nicht First Nations? First Nations. Dass die natürlich logischerweise nochmal weitergehende Rechte haben, ist für mich eigentlich ganz logisch. Das ist auch richtig so, ja. Ganz richtig so. Gerade nochmal, du hast das eben noch so in einem Nebensatz angesprochen. Ich hatte ja mich vorbereitet, wie ich gesagt habe, und habe eine Dokumentation noch geschaut über den Yukon. Und in dieser Doku kam so auch zur Sprache das Thema Bären. Mhm. Ja, und dann hat so eine, ich erzähle es mal kurz, da hat eine Frau, die hat dort eine Husky-Farm, die hat dann gesagt, ja, wenn kleine Bären kommen, das sind dann Schwarzbären oder Braunbären? Schwarzbären, das sind die kleineren. Ja, dann gehen die Huskies raus, bellen praktisch diesen Bär an, machen da Aufstand, verjagen den, der Bär geht ab und Feierabend. Wenn aber ein Grizzly kommt, dann gehen die Hunde raus. Der Grizzly zeigt den Hunden, wer der Chef ist, und jagt die Hunde. Und die Hunde laufen dann zurück zu ihr in die Sicherheit. Und so ziehen die Hunde den Grizzly in ihre Wohnung. Ja. In dem Moment dachte ich dann, okay, ich bin jetzt ja in der Vorbereitung zur Folge mit dir. Ihr seid ja auch im Grizzly-Gebiet dort unterwegs gewesen, ja? Wie bereitet man sich auf sowas vor? Oder hat man dann erfahrene Jäger dabei, die dann sagen, ja, ich habe ein Gewehr, ich kann damit umgehen. Wir nehmen das jetzt einfach so an, wie es ist. Also bei der Benutzung vom Gewehr, also erstens hat man dann Probleme mit den kanadischen Behörden, wenn man jetzt hier Bären erschießen würde. Und zweitens wird auch abgeraten davon, weil wenn man wirklich jetzt vom Bär angegriffen wird und der Bär kurz vor einem ist und schießt, muss man auch wirklich treffen. Also das ist also, davon wird wirklich abgeraten. Es gibt die Möglichkeit, so Bärenspray zu verwenden. Das ist wie so ein kleiner Feuerlöscher mit Pfefferspray. Mhm. Und das soll die Bären abschrecken. Bloß jetzt, wir hatten jetzt auch auf unseren Touren natürlich auch häufig Bären gesehen. Wir sind auch irgendwann mal morgens aufgestanden oder wir hatten auf so einer großen Wiese kampiert und da ist dann so im Abstand von, ich würde so sagen, so 300 Meter so ein großer Grizzly aus dem Wald gekommen, wahrscheinlich ein Männchen, und ist dann schön im großen Bogen um uns herumgegangen und dann wieder am Fluss weiter. Aber das ist häufig so,
Also man muss doch schon so ein bisschen die Camp-Etikette auch einhalten. Also das heißt, wir haben ja eben hier gesehen, die Fische, die wir geangelt haben, dass man die jetzt nicht direkt am Camp ausnimmt, sondern ein gutes Stück weiter flussabwärts, dass man wirklich alle Überreste, auch wenn man zum Beispiel Dosen öffnet, dann im Lagerfeuer ausglüht, natürlich dann die Reste, den Abfall auch nochmal mitholt nachher und nichts liegen lässt. Aber es ist wirklich wichtig, auch Teller zu spülen, alles wegzumachen, dass da nichts mehr ist, was den Bär interessiert. Mhm. Und gerade wenn man eine größere Gruppe ist, wenn man sowieso immer Krach macht und immer was los ist, das können Bären sowieso nicht so haben. Und da kommt das äußerst selten vor, dass man Probleme kriegt mit Bären. Also man weiß es im Hintergrund, es gibt die potenzielle Gefahr des eines Bären, des Grizzly. Mhm. Weil ich denke, wenn es eng wird, ist dem völlig egal, wer da vor ihm steht. Ein Mensch hat da nie eine Chance, sich zu wehren. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das Thema permanent ist, irgendwie, dass es da Überhand nimmt über die gesamte Reise. Nee, das ist so ein, Bären können immer mal ein Risiko sein, aber jetzt auch Grizzlies, die machen jetzt nicht gezielt Jagd auf Menschen. Nee, das, also klar. Wenn man zum Beispiel jetzt so wandern geht, da kommen wir vielleicht nachher noch kurz dazu, da soll man immer ein bisschen Lärm machen, dass der Bär einen kommen hört, dass der Bär jetzt nicht überrascht wird. Man soll sich natürlich, wenn es irgendwo nach Verwesung riecht, weil irgendwo vielleicht ein Kadaver liegt, da soll man sich davon fernhalten, weil dort vielleicht auch ein Bär sein kann. Mhm. Der wird das natürlich dann verteidigen wollen. Das sind so ein paar Dinge, die man beachten muss. Aber im Großen und Ganzen, das ist so eine latente Gefahr zwar, aber das ist einfach, damit muss man leben. Also die Leute, die da leben, die First Nations, die da leben, man kennt das ihr Leben lang. Also man kann dort, glaube ich, sein Leben lang auch durch den Wald wandern gehen, ohne dass man jetzt Probleme bekommt mit Bären. Mhm. Jetzt haben wir die kurze Zeit, die wir jetzt schon reden, ganz viel über diese Reise, also über den Anfang gesprochen, organisatorisch etc. Was mich noch sehr interessiert, gerade jetzt in dem Kontext dieses Fotopodcastes, ist, warst du der Einzige, der wirklich fotografiert hat unterwegs, oder waren mehrere in der Gruppe, die auch schon so ein bisschen fotografisches Interesse hatten? Oder musstest du dich da so ein bisschen emanzipieren und sagen, ja, ich würde jetzt hier gerne mal noch ein bisschen mehr fotografieren? Und es ist ja manchmal so ein Für und Wider dann oder eine Abstimmung in so einer Gruppe. Und als Zweites, wie bist du mit dem ganzen Fototechnischen, mit dem Equipment da umgegangen, auf dem Wasser die ganze Zeit etc.? Also, wie ich mit umgegangen bin, dass ich glaube, wenn das ein Fotograf hört, also ich hatte tatsächlich ich hatte wirklich einige Bilder vom Kanu aus gemacht. Also ich habe meistens hinten gesetzt, also hinten der steuert auch noch. Und dann ist es sowieso immer ein klein bisschen stressig, weil man muss dann steuern und will dann noch fotografieren. Und ich hatte dann wirklich oft die Kamera irgendwo vor mir liegen. Und wenn dann irgendwo mal etwas ruhigeres Wasser war oder es ging mal, ist mal wirklich gut gelaufen, dann hatte ich sie mal geholt, ein paar Fotos gemacht. Das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Da waren auch einige Fotos dann verwackelt, weil gerade so diese Wackler dann im Bild, das ist auch schwer, also um Wasser, das ist schwer auszugleichen. Und natürlich jetzt im Vergleich jetzt mit den anderen, da war das wirklich so, wir hatten uns darauf verständigt, dass wir so ein bisschen das Campleben genießen wollen, dass wir kochen wollen. Und wir hatten da wirklich jede Menge Arbeit. Wir mussten uns ja auch dann, nachdem wir an Land gegangen sind, aus Feuerholz besorgen, eine Feuerstelle aufbauen. Und da hat jeder wirklich was zu tun gehabt. Mhm. Und da war jetzt einfach nicht so die Zeit, dass man jetzt ständig Zeit hatte noch zum Fotografieren. Natürlich ist es dann so, dass jeder dann mal so eine Stunde oder so für sich mal ein bisschen Zeit genommen hat. Und da bin ich auch mal so die Gegend erkunden gegangen. Und dann hatte ich auch dann diese Zeit gehabt, um noch ein paar Fotos dann zu machen. Aber das ist halt eben so, wenn man selber dann noch kochen will. Und ich bin auch jemand, der auch selber noch gerne kocht und dann am Feuer steht und Feuer macht. Dann ist das schon viel Arbeit. Und wenn man das jetzt so Fotografie optimieren möchte, da muss man halt eben einen sauren Apfel beißen und nachher so Fertignahrung mitholen, wo man einfach dann nur heißes Wasser aufsetzt, dann anrührt und das dann. Gut, das ist natürlich, man merkt jetzt gerade so im Gespräch nochmal, dass es einfach verschiedene Arten der Reisen gibt. Ne? Mhm. Und es ist halt einfach eine ganz besondere Art der Reise, wenn man sagt, man organisiert eine Reise rein zum Fotografieren. Ja. Also das ist eine komplett andere, ein anderes Rangehen, vielleicht ein anderes Equipment, anderes Gepäck. Man plant das Ganze schon, wenn es der Fotografie untergestellt ist, anders als ihr es vielleicht gemacht habt. In dem Moment, wo so ein bisschen das Abenteuer, das Bereisen, das Erleben der Hauptgrund der Reise war, und die Fotografie ist dann als dokumentarischer Zweck, aber auch vielleicht schon so ein bisschen bei dir zumindest mit einem Anspruch dann mitgelaufen. Ja, das zumindest mal so bei der letzten Reise dann.
Okay, Frank, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Wir haben wirklich schon, ich gucke immer so ab und zu mal auf die Uhr, wir gehen schon auf 25 Minuten, eine halbe Stunde los. Wir machen einen kleinen Cut. Wir machen hier eine kleine Pause nach der ersten Folge mit Frank Becker. Es wird in der zweiten Folge noch tiefer hineingehen in den Yukon. Wir werden noch ein, zwei Themen ansprechen, wie zum Beispiel die Gletscher, wie es sich mit den Gletschern verhält, die es ja dort in der Gegend auch ganz, ganz viel gibt, riesengroße Gletschergebiete. Wir werden in der zweiten Folge dann auch wieder mehr, ja, noch mehr auf Fotografie und auf dieses, ja, das fotografische Thema eingehen. Und ja, euch möchte ich recht herzlich danken für die Aufmerksamkeit heute. Und merkt euch unseren Podcast, geht nochmal unten in die Shownotes, wir werden Frank verlinken, wir werden unsere alten Folgen verlinken, gibt uns einen Like, macht irgendwas, dass wir auf jeden Fall aktiver, dass wir bekannter werden und schaut in der zweiten Folge mit Frank auf jeden Fall nochmal rein. Es geht mindestens genauso interessant weiter. In circa 3 Wochen wird dann die zweite Folge ausgestrahlt. Nochmal vielen Dank für heute. Spannend. Danke.